und herzlich willkommen bei Glatt rasiert. Ja, ich hatte euch in meinem letzten Video ja versprochen, da hatte ich den super preiswerten Systemrasierer von Netto vorgestellt, dass wir uns im nächsten Video von mir einmal aus der Bückzone so ein bisschen entfernen und einmal so in die oberen Regale schauen, was da alles noch so schönes steht. Ja, das habe ich dann auch gemacht und bin so durch meine Reihen durchgegangen und an einem Objekt, da blieb ich dann hängen, weil das ein ganz besonderer Rasierer ist und den würde ich hier heute einmal gerne vorstellen. Und zwar ist das der Rockwell 6S oder Rockwell 6S. Ja, ein schöner Rasierer, auf den ersten Blick jetzt nichts Besonderes, ist ein Dreiteile-Rasierer, wie die meisten meiner Rasierer, hier ein Griff, die Kopfplatte und dann eben die Basisplatte. Also ein ganz normaler dreiteiliger Rasierer. Grifflänge liegt bei 8,5 cm, also liegt so im Mittelmaß und hat ein Gewicht von 119 Gramm. 119 Gramm, das lässt dann erstmal stutzen. Mein Gott, der ist ja ganz schön schwer. Ist er auch, denn es ist ein kompletter Edelstahlhobel. Also der Hobel hier ist anders als die meisten meiner Hobel, die ich so habe und die auch so zu kaufen sind, eigentlich komplett aus Edelstahl hergestellt. Nicht nur der Griff, wie das häufig so ist, sondern eben auch die Kopf- und die Basisplatte. Ja. Also da merkt man schon einen qualitativen Unterschied, wenn man den in die Hand nimmt, 120 Gramm, das fasst sich schon anders an als, was weiß ich, so die anderen Rasierer, die im Durchschnitt so zwischen, was weiß ich, 60 und 80 Gramm liegen. Da hat man schon ordentlich was in der Hand. Die Firma Rockwell kommt aus Kanada, ist da 2000, glaube ich, gegründet worden und hat diesen besonderen Rasierer aufgelegt in einem Kickstart 2014. Also, die gibt es schon eine ganze Zeit. Es gibt diese Version auch in einer Zink-Version, die verchromt ist. Die ist dann glänzend und nicht so sandgestrahlt wie dieser Rasierhobel. Mit den sandgestrahlten Sachen, gerade im Gesicht, ist es immer so eine Sache, wenn jetzt ein Objekt sandgestrahlt ist, dann hat es eine raue Oberfläche, müsst ihr euch hier so ungefähr vorstellen, wie so ein Golfball, also so mit kleinen Dellen drin. So sieht die Oberfläche hier unter dem Mikroskop dann quasi aus. Das hat zur Folge, dass der natürlich dann nicht so schön über die Haut gleitet. Und das kann man hier bei denen auch feststellen, also wenn man damit so über die Haut geht, da gleiten so verchromte Rasierhobel schon besser über die Haut. Ne, wie gesagt, gibt es auch in der verchromten Version, dann sogar mit verschiedenen Ausführungen, in Rostgold, in Gunmetal und in so einem ganz weißen Chrom. Also gibt es eben auch in der verchromten Version. Hat ein relativ modernes Design hier, der Hobel, wie ich finde, relativ schnörkellos, anders als viele andere Hobel, die so ein bisschen in die Vintage-Richtung gehen. Das ist hier ein ganz modernes Teil. Ja, vom Aussehen her kann man so geteilter Meinung sein. Ist jetzt nicht unbedingt so ein Objekt, was man da vielleicht schön präsentieren kann. Sieht für mich so ein bisschen, hat so ein bisschen den Touch von einem chirurgischen Instrument hier durch diese sandgestreute Oberfläche. Wenn ich jetzt hier einmal hier den Standardrasierer hier von Mühle dagegen halte, der macht schon ein bisschen was anderes her, wie ich finde. Also mit dieser Verchromung kommt er so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen vorzeigbarer als hier so dieser Rockwell, finde ich. Der sieht so ein bisschen abgeklärt und sehr nüchtern aus. Aber ist halt ein toller Hobel. Aber was macht diesen Hobel denn nun so toll oder was macht ihn so besonders? Das will ich euch gerne einmal zeigen. Man sieht das ganz gut, wenn man in das Paket schaut, in dem er geliefert wird. Das will ich hier einmal aufmachen. Mal hier so die Schutzgeschichte abnehmen. Und das. Der wird nämlich geliefert mit mehreren unterschiedlichen Basisplatten. Also eine war ja hier schon im Rasierer drin. Man kann das sehen, die sind, kann man nicht sehen, die sind nummeriert, die Basisplatten, hier die vier hier unten, die sechs da oben, und wenn man die Platten jetzt rausnimmt, dann sind sie halt nicht nur auf einer Seite gemarkert, das ist hier die vier, wenn man die umdreht, haben die auch noch eine Markerung drauf, in diesem Fall hier die zwei. Also das Besondere an diesem Rockwell ist,
dass er eben anpassbar ist. Das heißt, wir haben verschiedene Basisplatten, die wie gesagt hier unten gemarkert sind. Und je nach Basisplatte verändert sich der Klingenspalt. Das ist der Spalt hier zwischen der Basisplatte und der Rasierklinge, die dann eingelegt ist. Er wird von Nummer 1 immer größer bis zu Nummer 6. Also ihr habt im Prinzip 6 Möglichkeiten, den Rasierer anzupassen. Ja. Die erste Basisplatte mit der 1 hat zum Beispiel einen Klingenspalt von 0,2 mm, Stufe 2 dann schon von 0,48 mm und Stufe 6 von 0,78 mm. Ja, gut, um jetzt zu schauen, da muss ich einfach nochmal hier wieder abtauchen, welche Platte passt denn nun zu mir? Hat man hier so ein Manual beigelegt? Da werden also die Platten entsprechend empfohlen. Platte 1 hier zum Beispiel für empfindliche Haut. Das habe ich, würde ich mich jetzt mal zu zählen. Also meine Haut ist schon ein bisschen empfindlich. Um so einen 5-Uhr-Schatten wegzurasieren, besonders geeignet für das Rasieren von sensiblen Zonen. Also wenn ihr euch woanders als im Gesicht damit rasieren wollt, dann solltet ihr zur Basisplatte 1 greifen. Und besonders auch für Leute geeignet, die jetzt in die Hobelrasur einsteigen wollen. Platte 3, die habe ich eingelegt hier, kann man da sehen. Platte 3 ist hier gerade drin, ist zum Beispiel für durchschnittliche Haut gedacht, kurze Stoppeln abzuscheren und für Leute, die sich so alle 1 bis 3 Tage rasieren. Also das ist hier die Platte, die eingelegt ist. Mein Gott, es ist aber auch schwierig, da kann man sehen, das ist die Platte 3. Welcher Klingenspalt nun zum Tragen kommt, wird immer angezeigt durch die Nummer, die sich hier unten befindet. Das heißt, wenn hier unten die 3 angezeigt wird, ist der Klingenspalt jetzt auf 3. So, das ist eine besondere Geschichte. Gibt es so in dieser Form eigentlich kein zweites Mal, soweit ich das weiß. Ist ein einstellbarer Hobel, ist es jetzt kein verstellbarer Hobel. Also für mich wäre so ein verstellbarer Hobel hier sowas zum Beispiel, hier wie der Pearl Flexi. Da hat man hier unten eine Einstellschraube und dann kann man den hier so nach Belieben einstellen und somit auch den Klingenspalt verändern. Das wäre für mich jetzt ein einstellbarer Hobel. Da gehe ich kurz ran, drehe hier einmal dran. Aber der Rockwell 6S macht das eigentlich auch relativ einfach, jetzt zwischen den Platten oder die Platten zu wechseln. Wenn jetzt hier eine Klinge drin liegt, dann kann ich den aufschrauben. Dann lasse die Klinge hier drin, wechsel einmal, drehe einmal nur meine Basisplatte um, zack, und klemme die Klinge wieder ein und kann dann entsprechend weiter rasieren. Also das ist ein bisschen umständlicher als jetzt bei diesem verstellbaren Hobel, wo man einfach nur am Rädchen dreht und fertig ist. Für mich ist das auch so, also ich lege mich auf eine Basisplatte fest. Ne? Da gibt es immer eine Stufe, die hoch ist und eine, die niedriger ist. Jetzt hier zwischen den Platten noch zu wechseln, hin und her, das weiß nicht, ist mir alles viel zu umständlich. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Also das höchste der Gefühle, was ich jetzt mache, ist hier einmal, wie gesagt, hier öffnen, zack, während der Rasur dann schnell mal die Platte zu drehen und dann weiter zu rasieren. Aber dieses hin und her wechseln jetzt noch zwischen den Platten, dann muss ich noch an den Schrank ran und dann mir vielleicht die Platte rausfummeln, die ich dann gerade haben will. Ja, weiß ich nicht. Also das ist der Rockwell 6S. Den werde ich euch heute einmal vorstellen. Damit wollen wir uns rasieren. Ja, was wollen wir in den Rockwell 6S reintun? Das sind diese Klingen hier von Phoenix Artisan Accoutrements, eine Firma aus den USA. Stellt Rasierseifen her, Rasierpinsel und Aftershaves und hat jetzt auch hier so eine neue Klinge rausgebracht. Also wir bleiben auf dem amerikanischen Kontinent hier, wie mit diesem Rockwell aus Kanada, gehen wir in die USA rüber und wollen uns hier mit dieser Klinge hier einmal rasieren. Ich habe die noch nie verwendet, ich habe die relativ neu. Deswegen ist das für mich heute mit der Klinge auch eine Premiere. Bin ich mal ganz gespannt, wie die so sich auf meinem Gesicht macht. Ja, womit wollen wir heute unser Gesicht auf die Rasur vorbereiten? Das ist dieses schöne Zeugs hier, Butcher's Sun Bartöl.
Ja, ich da schon lese, Batschassan, Schlachtersohn, ne? Das verspricht ja schon mal allerhand. Ich hoffe, dass das hier keine Schlachterei wird oder kein Gemetzel wird wie in der Schlachterei heute. Gut, Bartöl ist das hier mit Jojobaöl und Vitamin F. Also ich hatte ja im Rasurbrandvideo von mir darauf hingewiesen. Wir kommen jetzt gleich mit einer scharfen Klinge auf unsere Haut und werden ordentlich auf den Hautschuppen drauf rumscheuern mit der Klinge und dabei werden wir auch immer ein paar Hautschuppen entfernen. Das geht gar nicht anders und unsere Haut soll so ein bisschen quälen. Insofern ist die Haut dankbar für jede Unterstützung, die wir ihr zukommen lassen. Wir werden ein bisschen Bartöl auftragen, damit die Klinge auch besser über die Haut gleiten kann. Gerade jetzt bei diesem Rasierhobel hier mit seiner doch eher rauen Oberfläche und der Schutzfilm hat die Möglichkeit, sich so ein bisschen zwischen Klinge und unseren Hautschuppen zu legen. Also damit werden wir uns einmal vorbereiten. Batschassan Bartöl. Ja, was wollen wir heute als Rasierseife nutzen? Das ist diese schöne Seife hier von Razor Rock Emperor. Razor Rock ist eine Firma, die ebenfalls aus Kanada kommt, genau wie die Firma Rockwell, die den Rasierhobel herstellt. Die stellen auch Rasierhobel her, im Übrigen auch Aftershaves und Rasierpinsel. Ist eine relativ bekannte Marke im amerikanischen Raum und wird da auch viel genutzt. Ist eine feste Rasierseife. Ja, feste Rasierseife. Zum Duft werde ich gleich nochmal was sagen, dieser Rasierseife, weil wir das Aftershave von der gleichen Marke benutzen werden. Und da komme ich nochmal auf den Duft zu sprechen. Das wird jedenfalls die Seife sein. Aufschäumen werden wir das Ganze hier mit diesen schönen Rasierpinsel, hat einen schönen Barbergriff, das heißt einen schönen langen Griff, hat immer den Vorteil für mich, man hat nicht so viel Schaum an den Händen, wenn man jetzt den Schaum aufschlägt, so viele Rasierpinsel haben ja relativ kurzen Griff, dann ist man mit den Händen, wenn man den anfasst, immer da fast schon im Schaum drin. Das ist ja eines meiner Lieblingspinsel, ist ein Synthetikknoten. 24 cm, 2,4 cm Durchmesser hat der, so schaut das Ganze aus, hier Razor Rock Barber. Ein toller Pinsel, nutze ich unheimlich viel, weil der eben auch praktisch ist hier durch den Griff. Den werden wir heute nutzen, um den schönen oder um die schönen Rasierschaum aufzuschlagen, hier von dieser tollen Rasierseife. Ja, ich habe mit dem Rockwell 6S auch schon so Erlebnisse gehabt, die nicht ganz so prickelnd waren. Insofern werden wir nach der Rasur zur Sicherheit hier den Alarmblock einmal vorbereitet hinlegen und damit dann einmal über die Haut gehen zum Versiegeln der Hautporen. Nach der Rasur ist immer eine gute Sache, so ein Ding quasi liegen zu haben. Nutzen viele ja auch quasi als natürliches Aftershave, verschließt eben die Hautporen, dieses Alarm und sorgt dafür, dass so kleine Mikroblutungen oder kleine Blutpunkte dann da gut verschlossen werden mit. Den werden wir nach der Rasur benutzen. Und dann kommen wir jetzt zum Aftershave, das ich angedroht habe. Das ist nämlich dieses hier, ebenfalls von Razor Rock, ist Emperor und das ist ein super Duft. Ich weiß nicht, wer sich für Düfte von euch interessiert. Creed Aventus, das ist so quasi König der Düfte, würde man heute sagen. Spritzig, frisches, fruchtiges Eau de Parfum. Das aus Ananas, Apfel, Johannisbeere, das sind so die Kopfnoten, die sich da drin befinden. Ein super beliebter Duft, wie gesagt, König der Düfte, wird das vielfach bezeichnet oder als König der Düfte. Das ist diesem hier nachempfunden. Also, das ist, wenn man dran riecht, ist das wirklich fast eins zu eins. Unglaublich. Also, Creed Aventus ist eine Duftgeschichte oder schon, ja, eine Duftlegende, kann man schon fast sagen. Also dem Duft werde ich auch noch mal ein einzelnes Video widmen, weil da gibt es so viel drüber zu sagen. Und ja, jeder, der das noch nicht getestet hat, das Creed Aventus, sollte das unbedingt mal machen. Ein bisschen vorsichtig sein vielleicht, nicht gleich zu Douglas laufen und sich da so einen Flakon greifen. Also 50 Milliliter vom Creed Aventus, da liegt ihr so bei über 200 €. 100 Milliliter sind dann schon 300 €. Also da ein bisschen vorsichtig sein. Ich selber habe auch jetzt keine ganze Pulle hier von diesem Creed Aventus stehen. Ich habe mir hier so eine kleine Abfüllung besorgt, 10 Milliliter, da muss ich auch schon ordentlich Geld für auf den Tisch legen. Das werden wir dann ganz zum Abschluss nehmen.
Ja, wie gesagt, also das muss jeder selber wissen, ob er denn für einen Duft, der relativ schnell ausgebraucht ist. Also wenn ich jetzt mir so einen Duft kaufe und finde den toll und lege den täglich auf, dann ist der in spätestens 6 Wochen aber auch auf null. Ja, und ob ich das jetzt so mit einem Duft machen würde, der jetzt 300 Euro kostet, weiß ich nicht. Also deswegen habe ich mir hier nur so ein kleines Testding besorgt. Das muss jeder selber wissen, ob er das ausgeben will für einen Duft, 300 Euro oder für 100 Milliliter. Also wenn ich so einen Duft habe, der mir gut gefällt, dann will ich ihn auch tragen. Also dann wende ich den auch an und jeder, der mich kennt oder meine Kollegen beschweren sich dann auch gerne mal. Ich bin so ein Vielsprüher. Also wenn ich so einen Duft habe, dann will ich ihn auch nutzen und nicht irgendwie ins Regal stellen und mir den da angucken. Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Den muss ich tragen, den möchte ich auch gerne riechen. Und wie gesagt, da sind wir bei 100 Milliliter, 300 Euro. Das habe ich in 6 Wochen versprüht. Dafür ist mir die ganze Geschichte einfach noch ein bisschen zu schade. So mal zum Testen ist das völlig okay. Aber ja, so als Duft, den ich mir so hinstellen würde, ist mir das eigentlich zu teuer, muss ich ehrlich sagen, für die 300 Euro, da kriege ich zwei von den Rockwell-Hobeln. Da hatten wir auch noch gar nicht über Geld, glaube ich, gesprochen. Der liegt so bei 120 Euro mit den drei Basisplatten, die ich euch da vorgestellt habe. Aktuell habe ich gesehen, ist der bei Amazon für 109 Euro zu kriegen. Also da kriege ich zwei solche Hobel für eine Flasche Duftwasser. Da kann ich mir zwei Hobel kaufen. Einen behalte ich, den anderen gebe ich meinem Sohn. Der kann den noch an meinen Enkel vererben. Also weiß ich nicht, das ist mir denn schon mehr wert. Hier gebe ich gerne ein paar Euro mal mehr aus für so einen Rasierhobel. Da hat man was von. Da hat man lebenlang was von. Wie gesagt, den kann man sogar noch vererben. Aber 300 Ocken hier für so ein Rasierwässerchen, was im wahrsten Sinne dann irgendwie nach 6 Wochen spätestens verflogen ist, weiß ich nicht. Also das muss ich nicht unbedingt haben. Gut, okay, dann sind wir soweit durch, fast durch, muss ich sagen. Wir wollen natürlich auch immer, da hatte ich auch darauf hingewiesen, im Rasurbrandvideo, wenn ich ein Aftershave anwende, was Alkohol enthält, und hier dieses Emperor, das hat Alkohol und nicht zu knapp und hat dann auch noch ordentlich Menthol drin. Das ist so typisch für amerikanische Aftershaves, dass die ordentlich mit Menthol noch, dass denen ordentlich Menthol zugesetzt wird. Da nutze ich dann auch immer im Anschluss, weil eben der Alkohol hier aus dem Aftershave die Haut austrocknet, immer noch mal eine Pflege, um der Haut wieder so ein bisschen Feuchtigkeit zu geben. Und das wird in diesem Fall wieder hier der Klassiker sein von Nivea, Standardgeschichte. Die werde ich dann nach dem Rasieren zuletzt auftragen und dann ist die Rasur durch. Gut, dann können wir eigentlich mit der Rasur starten. Ich werde als erstes mein Bart einmal anfeuchten. Geduscht hatte ich schon, das heißt, der Bart ist eigentlich optimal vorbereitet. Das Barthaar konnte schon Feuchtigkeit beim Duschen aufnehmen, schön das warme Wasser aufnehmen und dann werden wir es hoffentlich nachher leichter haben, mit der Klinge da durch die Barthaare durchzugehen. Also einmal das Gesicht anfeuchten. Okay, das war jetzt so schon. Und dann nehmen wir uns hier einmal hier das Butcher's Sun Bartöl, hier mit einer Pipette. Butcher's Sun, also wer sich den Namen ausgedacht hat. Gut, dann geben wir das mal hier so ein bisschen auf die Finger, das Öl. Ein bisschen verreiben. Und dann reiben wir das einmal. Schön hier in den Bart ein, also Stoppeln sind da, die wir abrasieren können. So, okay. Wichtig ist jetzt immer die Hände schön abwaschen, auch mit Seife, damit euch nachher nicht der Rasierhobel da aus der Hand gleitet. Hattet ihr gesehen auch beim Video, ich weiß gar nicht genau welches das war. Auch schön der Rasierhobel einmal aus der Hand gefallen. Kann man sich natürlich auch bei Verletzen, ist Gott sei Dank da nichts passiert, aber da sollte man immer darauf achten, wenn man irgendwas, auch Rasierschaum oder so an den Händen hat, dann immer vorsichtig sein beim Greifen. Also der ist hier gut gerändelt, hier der Griff, da kann eigentlich nicht viel passieren, aber trotzdem bin ich immer vorsichtig. Okay, dann legen wir einmal hier die Klinge ein. Das war dieses gute Stück hier. Einmal befreien hier aus ihrer Hülle. Mal sehen, wie die verpackt ist. Ist ja auch eine Premiere für mich hier mit dieser Klinge. Hier doppelt verpackt sogar noch. Weiß ich auch nicht, ob das immer sein muss unbedingt.
im Rahmen der Müllvermeidung gibt es da bestimmt auch andere Lösungen. So, also zumindest keine Klebepunkte schon mal dran, das ist ja auch schon mal positiv. So sieht die Klinge aus. Platinum Stranglet. Okay. Gut, die lege ich mir hier hin, dann machen wir einmal den Hobel auf. Wir wollen jetzt gleich für den ersten Durchgang die Platte mit der Nummer 3 nutzen. Da wird die Klinge hier mal eingelegt. Ja. So, über die Nupsis rüber. Steht so ein klein wenig über die Klinge. Ne? Klein wenig Überhang hier, die Klinge. Kann man also so dann ganz gut festhalten. Und dann nehmen wir uns jetzt hier die Platte. Und zwar so, dass die 3 sichtbar ist hier unten. Schrauben den Griff auf. Und dann ist der Hobel geladen. Ready to go hier, das Teil. Schön festschrauben. So liegt die Klinge drin. Sieht gut und gerade aus. Können wir so benutzen. Okay. Ja, dann habe ich hier mein kleines Schüsselchen mit Wasser. Damit ich hier während des Rasierens nicht immer den Wasserhahn laufen muss, ein bisschen Wasser sparen. Ist ja auch sinnvoll, dass man das macht. Und dann können wir uns schon hier an die Rasierseife machen. Ja, der Duft ist wirklich gut. Das solltet ihr unbedingt probieren. Ich stelle mir mal die Schüssel hier ins Waschbecken. Dann wird der Pinsel einmal feucht gemacht. Den brauchen wir nicht lange einweichen. Ist ja eine Synthetikbürste, also nur kurz ins Wasser. So, und dann wird er einmal hier ein bisschen ausgeschlagen. Und dann können wir auch schon den Schaum rühren. So, das ist hier eine neue Packung. Meine andere hatte ich auch gebraucht. Und ihr seht, da kommt relativ schnell Schaum. Das sind super Produkte hier von Razor Rock. Das sind nicht die teuersten. So eine Seife kostet, glaube ich, so nicht bei 12 Euro oder solche Scherze irgendwie so um den Dreh. Ist eigentlich für eine Rasierseife noch sehr günstig und das ist ein tolles Produkt. Ihr habt hier fetten Schaum hier drauf. Ich glaube, das kann schon losgehen hier. Also, das sind wirklich super. Die sind in den USA noch viel günstiger zu haben als hier in Europa. Ja, ich habe da schon etliche Produkte ausprobiert, hier alles noch Seife hier im Pinsel, Wahnsinn. Die sind wirklich toll. Auch ähnlich wie die Firma Fine, die hatte ich euch ja auch schon mal vorgestellt, macht das Razor Rock auch. Die empfinden so ein bisschen, oder viele ihrer Düfte sind so ein bisschen Luxusdüften nachempfunden, als für Luxusdüfte in der Regel da dann wenig an Rasierseifen gibt. Das decken die so ein bisschen mit ab und haben da also wirklich tolle Düfte im Programm. Etliche tolle Düfte. So, Astrein. Ich finde den Schaum super. Kann wirklich nichts sagen. Toll. So, Hände kurz abspülen. So, den Rasierhobel einmal so ein bisschen anwärmen hier in der Schüssel mit dem warmen Wasser. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Erster Durchgang von oben nach unten mit der Wuchsrichtung. Und dann wollen wir mal sehen, wie der hier funktioniert auf Stufe 3. So, einmal anlegen, den Rasierer kippen, bis man die Klinge so ein bisschen spürt. Und dann kann es losgehen. Ja. Man hört das Audio-Feedback deutlich. Der Hobel nimmt schon mal was ab. Da wollen wir heute mal darauf achten, dass ich mich auch so ein bisschen an meine eigenen Regeln halte, die ich euch so ein bisschen aufgestellt habe. Oder Regeln waren es ja nicht. Es waren eigentlich so ja, mehr oder weniger Vorschläge, wie man Rasurbrand verhindern kann. Also das bedeutet nicht so häufig über die gleiche Stelle gehen und über die Stellen, wo kein Schaum ist, schon mal gar nicht. So, gehen wir hier nochmal ran. Und wenn eine Seite voll ist mit Schaum, das ist ja das Gute an diesen GE Double Edge zweischneidigen Rasierern, dann wird er einmal gedreht und dann wird mit der anderen Seite weiter rasiert. Jetzt nutze ich doch hier den Horn. Ich will noch abspülen meine kleinen Schüssel.
So, ist er wieder sauber, können wir wieder ansetzen. So, gehen wir hier nochmal in die Kontur. Okay, dann war das der erste Durchgang. So wird alles verletzungsfrei abgelaufen. Einmal das Gesicht kurz nochmal abspülen. Dann kommt der zweite Durchgang. Jetzt habe ich mir wieder hier die Brille eingeschmiert. Das ist immer dasselbe, aber ohne Brille geht es nicht. Da kann ich nichts lesen. Aber ich komme immer irgendwie mit Rasieren schon mal in die Brille. Das ist immer dasselbe. Gut, sieht so gut aus. Aber wenn ich hier so gegen Strich gehe, sind also noch Stoppeln da. Die müssen ab. Hier nochmal den Pinsel. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr hier durch die, wenn mir hier noch so ein bisschen was oben aufliegt hier. Und ansonsten ist hier wirklich im Pinsel noch so viel Schaum dran, es reicht locker noch für den zweiten Durchgang. Ups. Ja. Also wie gesagt, Razor Rock kann man nicht viel verkehrt machen. Gibt es hier in Deutschland im stationären Drogeriehandel oder so, da findet man das nicht. Da muss man schauen, also man braucht das jetzt auch nicht direkt aus den USA zu beziehen. Das gibt es hier bei, ich sag mal, Vertragshändlern, nenne ich das jetzt mal, gibt es die Produkte auch zu kaufen. Fast alle, die vorrätig haben, eben auch die Rasierhobel. Da gibt es genügend Webseiten, auf denen man sich umtun kann. Da kann ich euch nachher unten in die Videobeschreibung auch nochmal ein paar Links reinsetzen, wo man hier so ein Zeugs hier von Razorrock bekommt. Also es lohnt sich da schon mal ein bisschen umzugucken, weil das echt gute Produkte sind. So, Hände nochmal ganz kurz abspülen. Okay, dann kommen wir zum Hobel. Jetzt werden wir einmal hier die Platte wechseln oder umdrehen. Ne? Geht ganz einfach. Also wie gesagt, hier muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man die rausnimmt, nicht, dass man sie schneidet. Klinge bleibt so drin, Platte wird einfach einmal umgedreht. Zack, Griff wieder ran. So, schön festdrehen. Jetzt haben wir hier unten hier die 1 stehen. Wenn wir das sehen, da steht die 1. Und dann nutzen wir jetzt die Platte 1 für die Rasur gegen den Strich. Gut, nochmal abspülen. Und dann fangen wir einmal an. So. Also ich hatte den Razor Rock auch schon mit anderen Platten ausprobiert, also mit der Platte 4 und 2. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt mit einer Klinge vielleicht auch lag, die ich benutzt hatte. Habe ich auch mit verschiedenen Klingen gehabt. Da gab es ein paar Blutpunkte. Also da hat er sich in Einstellung oder mit der Platte 4.2 hat er sich schon gemeldet und gesagt, hallo, hier bin ich. Und hat mir so ein paar Blutpunkte fabriziert. Insofern bin ich heute mal auf die Einstellung und auf die Platten 3.1 gegangen, vorsichtshalber. Nicht, dass ich hier gleich aussehe wie so ein. Man merkt das aber schon wieder, ich gehe schon wieder über gleiche Stellen rüber. Soll man nicht? Soll man nicht. Man soll eben auch glatt sein. Ne? Das ist immer so ein Hin und Her. Ja, was ist einem wichtig? Und mir ist es wichtig, dass ich, wenn ich so einen Zirkus betreibe, dann hinterher auch wenigstens glatt im Gesicht bin. Ne? Sonst kann ich mir das Ganze schenken. Ich habe die Nase noch. Ja, fühlt sich gut an. Hier muss ich nachher nochmal mit dem dritten Durchgang ein bisschen ausputzen, hier nochmal rüber. Das sind so die üblichen Problemstellen bei mir. Ja. Das ist eben so, also Haare wachsen nie gleich. Also gerade Haare wachsen ja so in Wirbeln. Haarwirbeln, die drehen sich und dann geht es irgendwann in eine Richtung weitestgehend und hier unten am Hals habe ich eben auch so Wirbel.
Da kann man gar nicht sagen, die Haare wachsen da in die Richtung oder in die Richtung. Die wachsen da kreuz und quer. Da muss man halt irgendwie gucken, dass man das einigermaßen glatt kriegt. Aber deswegen, der Rest vom Gesicht ist eigentlich so unproblematisch bei mir. Aber okay, also hier ist noch so ein bisschen was, das ist typisch. Da werde ich jetzt einmal gleich nochmal so quer rasieren. Und hier auch, da werde ich nochmal so gegen rasieren und dann bin ich mal auch glatt. Einstellung werden wir dabei belassen, den nochmal abspülen, kurz das Gesicht nochmal. Brauchen wir eigentlich nicht viel, nochmal feucht machen und dann nehmen wir nochmal den Pinsel. Ist immer noch genügend Seife drauf. Die können wir noch einmal so ein bisschen hier. Zack, dann haben wir sie auch. Und dann gehen wir hier unten nochmal. Und dann ist gut. So, dann wird es nochmal übergegangen. Also das sollte man wirklich nicht machen. Jetzt nochmal so über die Flächen rüber zu gehen, wenn das nicht eingeschäumt ist, kurz nochmal mit dem Pinsel drauf und dann. Ja, man hört das, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich habe hier deutliches Feedback vom Kameraden. Da ist es halt noch stoppelig. Und auf der anderen Seite geht es dann meist hier in diese Richtung. Und hier unten dann wieder in die andere Richtung. So. Okay, so bin ich sehr zufrieden. So können wir das lassen. Gut, der wird jetzt einmal mit eiskaltem Wasser abgespült, damit sich die Hautporen schließen. Okay, jetzt ist er durch. Sehr schön, okay. Dann mit einem sauberen Handtuch wird abgetupft. Gucken, ob hier auch kein Schaum mehr ist. Ich muss mal hier mal in meinen Spiegel nicht mehr anschauen. Ich habe ein kleines Handy-Display nicht sehen. Hier stellen wir hier nochmal den Schaum von der Brille nehmen. Gucken, ob nichts hinter den Ohren ist, da in den Ohren. So. So sieht die ganze Chose aus nach der Rasur. Also es ist verletzungsfrei abgegangen, das kann man so sagen. Hier blutet nichts, es ist nicht mal was gerötet und ganz, ganz leicht vielleicht. Aber haben wir also uns ein bisschen dran gehalten, nicht so häufig rübergegangen mit dem Rasierklinge über die Haut. Dann werden wir jetzt einmal schauen, was unser Barber-Tool Alarmblock dazu sagt, den wir jetzt einmal feucht machen und dann gehen wir einmal rüber und dann kriegen wir so ein kleines Feedback hier auch vom Alarmblock, da wo es zieht, da waren wir dann zu oft drüber, mal gucken, was der sagt. Hier an den Wangen ist gut, da zieht gar nichts, nur hier unten am Hals, da sind halt die Stellen, wo man dann zu oft rübergegangen ist. Ne? Wie gesagt, sonst wäre ich eben nicht ganz glatt gewesen. Man hätte jetzt auch überlegen können, ob man da nicht gleich von vornherein drei Durchgänge macht, aber das ist dann wieder schon zu viel hier oben für die Wangen. Die sind auch mit zwei Durchgängen glatt. Also man sollte dann jetzt auch nicht das Ganze übertreiben und die Haut da zusätzlich quälen, wo das gar nicht notwendig ist. Hier unten ist das okay. So. Also gibt euch immer eine gute Rückmeldung, so ein Alarmblock. Auch über die Qualität und Güte der Rasur. Und das war jetzt im akzeptablen Bereich. Der bleibt jetzt feucht, wird hier so reingelegt, dann bleibt er ein paar Stunden so stehen und dann wird er nachher wieder verschlossen. Gut. Man kann das ein bisschen einziehen und dann kümmern wir uns hier um unsere Aftershave-Pflege. Emperor von Razor Rock. Toller, toller Duft. Gerade jetzt im Sommer, das passt super. Unheimlicher Komplimentgetter, also da werden euch die Frauen ansprechen drauf. Das ist ein
Ich muss noch was haben, also das reicht mir hier noch nicht. Da muss ich nochmal nachlegen, ordentlich satt drauf. Oh, das ist schön. Oh, so. Ja, wie gesagt, Ananas ist fruchtig, Johannisbeere, Apfel und das Ganze noch unterlegt mit so einer rauchigen Note. Riecht fast so ein bisschen geräuchert, das Ganze. Das ist ein unheimlich toller Duft. Also, da wird man wirklich häufig drauf angesprochen. Die Menschen lieben das irgendwie. Warum, weiß ich auch nicht. Also das ist eine tolle Rezeptur. Hier von Emperor kann man das, wie gesagt, zum moderaten Preis ausprobieren. Ich glaube, hier so eine Pulle kostet, liegt nur bei 15 Euro ungefähr. Ist jetzt also auch kein teurer Stoff, nicht so teuer wie Discreet Aventus. Da kann man das mal ausprobieren. Die Duftnoten sind da wirklich sehr, sehr ähnlich. So, jetzt kommt einmal noch hier die Pflege auf die Haut. Jetzt fängt es auch langsam an zu brennen nicht, aber jetzt macht sich auch langsam das Menthol bemerkbar. Das bringt jetzt ordentlich Frische hier ins Gesicht. Die Brille nehme ich einmal ab. Die Creme will ich das ganze Gesicht mit beglücken. So. Wunderbar. Ganz ehrlich, was soll jetzt noch großartig passieren? Ne? Mann, toll. Also ich fühle mich super. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also so eine Rasur, die bringt mich immer nach vorne irgendwie. Kann man sagen, was man will. Gut, dann kommen wir jetzt wirklich zum grünen Abschluss. Hier der König der Düfte, Creed Aventus, in einer kleinen Abfüllung. Kann man sich, oder habe ich mir abfüllen lassen, ich bin da so Member in so einer Parfümbörse, sag ich mal, oder Community, und da bieten die Leute das eben an, die füllen das ab aus dem Originalflakon, und dann kann man da auch mal so kleine Proben bestellen, also das ist eine adäquate Geschichte. So, davon gibt es jetzt ein, zwei Hübel, muss man nicht übertreiben. So, das muss reichen, Creed Aventus. Ein krönender Abschluss dieser Rasur. Top. Ich fühle mich wunderbar und ich würde sagen, glatt rasiert. Ja, man muss die ganze Sache nochmal anschauen. Hier schön glatt. Da steht nichts mehr. Selbst wenn man jetzt gegen den Strich geht, das ist alles super. Babypopo glatt. Also, da kann man nichts sagen. Das war eine tolle Rasur hier mit dem 6S von Rockwell. Wie gesagt, ob man jetzt 120 Euro für so einen Rasierer unbedingt ausgeben muss, das ist eine Frage, die sich jeder selber stellen muss. Man kann sie natürlich auch mit einem Rasierer für 3,50 Euro oder 2,95 Euro, hatte ich gezeigt, im Video über den Wilkinson Classic Rasierhobel. Da kann man sich auch mit rasieren, ganz ohne Frage. Ja, will man vielleicht nicht immer, ne? Also ob ich den jetzt nun wirklich haben muss, weiß ich gar nicht, also würde ich gar nicht behaupten. Mir würde auch so ein Rockwell 6C reichen, der liegt dann preislich im Bereich von zwischen 50 und 60 Euro, also es kostet quasi die Hälfte von dem hier, nur weil der jetzt aus Edelstahl ist. Mein Gott, ich komme auch mit anderen Rasierhobel, na gut, klar, ich habe auch Vintage-Rasierhobel, die sind auch noch aus Zinkdruckguss und die sind schon über 50 Jahre alt und sind absolut top in Schuss. Also ob ich nun unbedingt so einen Edelstahlrasierer hier haben muss, ganz sicherlich nicht, das funktioniert auch anders, aber es ist halt mal was Besonderes. Ist ja auch nicht so ein Alltagsding. Das wäre auch für viele oder ist auch für viele so ein Go-To. Also die haben einmal hier diesen Rasierer, der bietet ja nur noch viele Möglichkeiten mit den Platten und dann war's das. Mehr brauchen die gar nicht. Ne? Also ja, ob man das ausgeben will, wie gesagt, das ist bleibt jedem selber überlassen. Ich finde ihn schon bemerkenswert, ist schon ein besonderer Rasierer, nicht so wie alle anderen. Insofern kann ich euch den dann doch hier ans Herz legen. Man kann sich damit sehr gut rasieren. Und wie gesagt, diese Platten, diese Wechselplatten bieten da unheimliche Flexibilität. Wenn ihr dann mal, was weiß ich, nach einer Woche mal über euren Bart geht, dann habt ihr natürlich mit so einem Kollegen hier dann, der jetzt einen feststehenden Klingenspalt hat, dann doch schon mehr Probleme, den vielleicht abzukriegen,
als jetzt mit denen, dann legt ihr die Platte 6 ein und dann hat er einen ordentlichen Klingenspalt und dann rattert er euch auch so einen, was weiß ich, Bart, der da vielleicht schon eine Woche dran ist, runter. Also das ist das Gute an diesem Obe hier. Okay, alles klar, dann wollen wir das noch nicht weiter ausführen. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder was weiß ich auch immer zu diesem Hobel, vielleicht auch zu Rasierseife, zu den Aftershave oder was weiß ich auch immer, schreibt das gerne unten in die Kommentare, damit man mal so ein bisschen vielleicht auch ins Gespräch kommt oder in den Austausch kommt. Das Rasiergebiet ist riesig groß, da gibt es unheimlich viel, glaube ich, wo man sich nochmal austauschen kann, was man da nochmal erzählen kann oder so. Vielleicht interessiert euch ja auch ein Thema besonders, über das ich dann nochmal ein Video machen kann. Also dafür sind die Kommentare da. Hinterlasst da gerne irgendwie einen Wunsch oder was weiß ich auch mal, eine Anregung oder was weiß ich auch immer. Auch gerne den Abo-Button klicken, falls euch diese Videos interessieren. Das ist für mich, wie gesagt, ich bin noch in so einer Probephase oder probiere hier noch aus, ob das sinnvoll ist, überhaupt da weiterzumachen oder ob ich vielleicht da in eine andere Richtung gehen soll, mehr in die Richtung, was ich Duft oder Düfte oder was weiß ich, Pflege, mehr in die Richtung Hautpflege oder ob das ein bisschen bei diesem Thema bleiben soll, das weiß ich noch gar nicht so genau, also gebt mir da gerne ein Feedback. Vielen Dank für eure Zeit auf jeden Fall, ich hoffe, das Video ist jetzt nicht zu lang geworden, wieder ich tendiere dazu, dann, wenn ich erstmal ins Reden komme, dann auch wirklich das alles sehr auszuführen und bis ins Kleinste. Ich weiß, das muss nicht immer sein, aber so bin ich halt. Das ist das ist halt auch so ein Teil von mir. Dann komme ich ins Labern und dann gut. Ich will das Labern jetzt aber aufhören. Wie gesagt, vielen Dank für eure Zeit. Nett, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich gefreut. Es ist immer nett, wenn ich hier so ein bisschen Zeit mit euch verbringen kann. Mir macht das Rasieren Spaß. Ich finde es toll. Es unterhält mich. Ich fühle mich jetzt gut. Ich fühle mich richtig gut. Das springt mich wirklich so ein Stück nach vorne, so eine Rasur. Insofern, für mich ist es gut und wenn ihr noch Interesse daran habt, euch das anzuschauen, ist auch alles gut. Gut, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Wir sehen uns. Bis dann.